Goldman Sachs haben sich zu Wort gemeldet in einer schwierigen Marktphase. Sie wittern Gelegenheiten, sie sehen eine gute Chance, dass ein Börsenbereich, der in den letzten Jahren stark zurückgeblieben ist, dass der jetzt zum Outperformer werden könnte. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Willkommen zum neuen Video, einen Tag später als sonst. Gestern war ja Feiertag. Mich hat dieses Jahr die Erleuchtung durch den Pfingstgeist irgendwie noch nicht so erfasst. Aber dafür haben ja Goldman Sachs gesprochen, was für viele ja schon fast das Gleiche ist. Ich greife das auch gern auf natürlich, nicht weil ich jetzt der Meinung wäre, Goldman Sachs, die seien unfehlbar, aber sie sind natürlich auch nicht irgendwer. Und wie neulich schon gesagt hier, es geht ja an der Börse im Prinzip auch gar nicht um Wahrheit, die kennt sowieso keiner, sondern es geht um Überzeugungen und um starke Narrative. Wort, das in letzter Zeit etwas überbeansprucht worden ist, außer im Finanzsektor, da hört man es fast nie. Dabei ist es genau der Sektor, der natürlich von Narrativen beherrscht wird. Kurzer Einschub noch zu meinem letzten Video vom letzten Mal zu den Agrarrohstoffen und die entsprechende Spekulation damit. Ich habe gefragt in die Runde, ob ich das Thema Landwirtschaft und Agrarrohstoffe noch vertiefen soll in Zukunft, ob da jetzt Interesse dran bestehen würde. Den Zugriffszahlen nach ist es jetzt offensichtlich nicht der Fall. Der Kunde ist König, auch klar. Trotzdem an der Stelle herzlichen Dank an die, die sich das Video trotzdem angeschaut haben, die es auch freundlich kommentiert haben hier. Und wir haben außerdem auch trotzdem den Report zu den Einzelaktien aus dem Agrarsektor jetzt auch fertig gemacht. Ein großer Agrarkonzern ist dabei, der Farmen betreibt, ein Landmaschinenhersteller ist dabei und auch eins von diesen neuen börsennotierten Unternehmen aus dem Bereich Vertical Farming. Und den haben wir heute früh eben auch verschickt, also per Mail kriegen Sie ihn jetzt nicht mehr, wenn Sie sich nicht schon eingetragen haben, aber er steht dafür jetzt ja im Archiv und da können Sie ihn lesen, genauso wie alle anderen bisherigen Reports auch. Und das ist auch alles gratis, Sie müssen sich nur einmal anmelden dafür eben auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Gut. Zu Goldman Sachs. Was haben die gesagt? Sie haben erstmal festgestellt, dass der Dollar seit einem guten Jahr steigt und das hat ja auch Gründe, weil es hat sich ja abgezeichnet, dass die amerikanische Notenbank, dass die auf die Inflation jetzt ja doch reagiert. Man kann sich wunderbar darüber streiten, ob die Fed da zu wenig tut oder ob sie sogar schon zu viel tut. Die Meinung gibt es inzwischen ja auch schon. Sie tut aber jedenfalls mehr als zum Beispiel die EZB tut oder die Bank of Japan und das hat den Dollar jetzt eben attraktiv gemacht wieder und steigen lassen. Nur jetzt glaubt man bei Goldman Sachs, jetzt könnte das zyklische Hoch beim Dollar schon erreicht worden sein und zwar vielleicht schon Mitte Mai. Seitdem zeigt er ja wieder Schwäche und wenn das so ist, sagt man bei Goldman Sachs, dann sei das jetzt ein idealer Kaufzeitpunkt für die Emerging Markets. Für Aktien, Bonds, Währungen, alles aus den Emerging Markets. Ich habe hier ja immer wieder berichtet über die Underperformance von Emerging Markets in den letzten Jahren. Und hier haben wir es auch nochmal ganz plastisch, die letzten 10 Jahre. Der MSCI Emerging Markets Index in Orange und im Vergleich dazu der MSCI World Index in Grün. Der ist dominiert von US-Aktien, aber es sind auch eben sehr viele Aktien aus anderen westlichen Industrienationen drin, die ja auch gut gelaufen sind im Großen und Ganzen. So dass wir beim MSCI World Index eine Wertentwicklung gehabt haben seit Juni 2012 von 126%. Genauso wie man sich das eben auch vorstellt, so muss es sein. Aber beim MSCI Emerging Markets Index, da haben wir im gleichen Zeitraum nur einen Anstieg gehabt von 14%. Das heißt, wer auf diesen Schwellenländerindex gesetzt hat, der hat in einer Zeit, in der die Weltbörsen geboomt haben, so gut wie nichts verdient.
Es hat da Sonderbelastungen gegeben. Russland jetzt natürlich viel stärker, aber noch China, wo die Zurückhaltung auch groß war in letzter Zeit. Aber ansonsten, das, was gemeinhin so angeführt wird als Argumente für die Emerging Markets, das ist im Prinzip schon immer noch intakt. Nur, es ist eben überlagert worden durch was völlig anderes, und zwar vor allem durch den Dollar und durch das leidige Thema Tapering. Es ist eine alte Geschichte. Das hier ist von der Fondsgesellschaft Fidelity, der US-Dollar-Index in Blau. Also wie hat sich der Dollar entwickelt zu anderen großen Währungen und wie haben sich die Emerging Markets entwickelt relativ hier zu den Börsen der reichen Länder in Orange, und das Ganze seit 1991 sogar bis zur Corona-Krise. Und es ist völlig klar, das ist gegenläufig. Je stärker der Dollar, desto schwächer die Emerging Markets relativ zu den reichen Ländern. Und seit 2011 haben wir eben wieder einen starken Dollar gehabt und dementsprechend eine deutliche Underperformance der Schwellenländerbörsen. Das ist ein Narrativ in seiner scheußlichsten Form, weil es auf der einen Seite immer noch sehr, sehr mächtig ist und auf der anderen Seite ist es inzwischen aber fast komplett sinnlos. Es war nicht immer sinnlos. Zum Beispiel Asienkrise 97, 98. Da hat man gemerkt, Asien war damals relativ hoch verschuldet in Dollar. Als die Zinsen da gestiegen sind, da ist viel Geld zurück in den Dollarraum und die asiatischen Währungen sind stark gefallen und es hat dann eine Panik gegeben. Und seitdem aber, immer wenn man das Gefühl hat, in den USA steigen die Zinsen oder der Dollarraum, der wird sonst irgendwie besonders attraktiv, dann heißt es immer wieder nichts wie raus aus den Emerging Markets. Obwohl seit dieser Krise damals, ja, das ist ja schon lang her, die Emerging Markets viel stabiler geworden sind im Durchschnitt, obwohl die Währungsreserven da gestiegen sind, obwohl der Anteil der Verschuldung in Fremdwährungen, der ist ja auch stark zurückgegangen seitdem. Und die Leistungsbilanzen sind im Großen und Ganzen besser geworden. Und wir haben das Problem gehabt, durchgehend seit der Finanzkrise, seit 2012 spätestens auch, dass man eben auch immer Angst gehabt hat, die Fed hebt bald die Zinsen an und das ist schlecht für die Emerging Markets, obwohl die erste Erhöhung dann ja erst gekommen ist Ende 2015, obwohl das Ganze dann ja auch sehr mickrig ausgefallen ist. Und 2019 war es dann ja auch schon wieder vorbei. Und wir haben dieses Problem jetzt aber wieder, seit Ende letztes Jahr 1 zu 1. Also, oh Gott, die Fed hebt die Zinsen an. Obwohl, und das ist das Schlimmste, obwohl der Dollarraum faktisch ja gar nicht attraktiver geworden ist. In den Schwellenländern sind ja die Zinsen auch angehoben worden, sogar schon viel früher, sodass das Gefälle bei den Realzinsen, das wir hier sehen, Schwellenländer versus reiche Länder, sogar so hoch war dann wie noch nie zuvor. Hier eine Grafik eben von der ABRDN. Die Inflation ist überall gestiegen in den letzten Monaten, aber die Schwellenländer haben eben wenigstens auch die Zinsen angehoben, sodass sie Ende letztes Jahr hier im Blau unterm Strich so sogar leicht positive Realzinsen gehabt haben, dagegen die reichen Länder nach Inflation stark negative Realzinsen. Und das ist jetzt immer noch so. Ich weiß, dass ich mich da wiederhole, aber jetzt aus den Schwellenländern zu fliehen und aus diesen Währungsräumen, das ist im Prinzip Quatsch. Nur jetzt sagen Goldman Sachs eben, der Dollaranstieg ist wahrscheinlich vorbei und damit eben vielleicht auch diese Underperformance wieder von den Emerging Markets. Hier das Ganze nochmal ein bisschen aktueller von Bloomberg. Diesmal ist es der Bloomberg Dollar Index in Weiß und der MSCI Emerging Markets Index. Und bei diesem Dollarindex, da sind hier markiert die Wendepunkte jeweils, also 2009, 2017, 2020, wo wir auch sehen können, dass sich die Emerging Markets danach gut entwickelt haben und verbunden damit, und das ist die Vermutung, dass der letzte Wendepunkt eben auch schon erreicht worden sein könnte im Mai. Und der Asien-Pazifik-Chef von Goldman Sachs, der hat zum Beispiel jetzt auch neulich gesagt, ja, sie sind zwar vorsichtiger in Asien, zum Beispiel bei Korea und Taiwan, wegen der Abhängigkeit vom Technologiesektor,
Also die beiden Börsen hat man tatsächlich abgestuft, aber sie sind jetzt eben wieder zum Beispiel sehr, sehr positiv für Singapur, für Indonesien und auch für China. China ist natürlich ein Fall für sich, aber China ist eben auch stark gefallen in den letzten anderthalb Jahren, sodass man da der Meinung ist, sinngemäß jetzt, es ist zwar vielleicht nicht alles ganz toll, aber die Chancen sind es doch deutlich höher als die Risiken. Wäre ja wunderbar alles. Jetzt wissen wir also, was wir kaufen müssen. Wir müssen aber auch das in Zusammenhang sehen mit einer anderen Überzeugung, die auch gerade hochkommt an den Märkten. Ich habe vor 2 Wochen schon darüber berichtet. Es ist diese Überzeugung, dass bei allem, was schlecht ist für die Börsen, dass da der Höhepunkt schon überschritten worden sein soll jetzt. Also wir hätten schon gehabt Peak Inflation, Peak Dollar, Peak Hawkishness, also mehr oder weniger die Faltenhaftigkeit der Fed, die Entschlossenheit der Fed. Ein Hawk ist ja eigentlich jede Art von Raubvogel in den USA, der es nicht bis zum Adler geschafft hat. Also überall hätten wir jetzt das Schlimmste da schon hinter uns. Bei der Inflation wohlgemerkt die Inflationsrate, nicht die Teuerung an sich, das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Aber trotzdem, und darum sei eben auch die amerikanische Notenbank jetzt nicht mehr so scharf wie noch vor ein paar Wochen. Und dem haben wir wahrscheinlich ja auch die Erholung zu verdanken in den letzten Wochen. Und viele rechnen ja jetzt sogar ja, mit einer regelrechten Erholungsrallye. Ich glaube aber auch, das Ganze ist schon noch ziemlich prekär im Moment. Und wir haben ja jetzt auch wieder diese absurde Situation, dass schlechte Wirtschaftsdaten, so wie letzte Woche das US-Verbrauchervertrauen zum Beispiel, dass die den Markt hochhebeln und dass gute Daten, so wie die Jobdaten am Freitag, dass die ihn dann wieder runtersacken lassen. Und das ist natürlich schon höchst ungesund und es zeigt auch wieder, dass man im Moment eben fast ausschließlich setzt auf diese Peak-Hawkishness der Fed, sodass ich aus dem Bauch raus sagen würde, jetzt auch ja, die Erholung, vielleicht bleibt sie uns auch noch 2, 3 Wochen und dann kommen wir aber sicherlich auch wieder an einen Punkt, wo das auch hinterfragt werden muss. Und dann kriegen wir neue Daten und wir kriegen neue Fed-Äußerungen und müssen das dann doch wieder auf den Prüfstand stellen, wo dann diese Erholung eben auch wieder einkassiert werden kann. Wie weit das dann wieder geht, das hängt von den Daten ab, ganz klar. Und das ist jetzt wirklich mal nur so ein ins Blaue gesprochen, so ein unverbindliches Kurzfristszenario von mir. Und das heißt aber natürlich auch, das Thema Dollar und Dollarschwäche, dass das eben noch nicht in Stein gemeißelt ist. Und wenn der Dollar dann eben doch wieder steigen würde in den nächsten Wochen, dann müssten wir wahrscheinlich eben leider auch wieder in den Emerging Markets mit einem Durchhänger rechnen. Was man aber auch sagen muss, und das ist das Positive, bis jetzt haben die Emerging Markets das Ganze ja halbwegs gut noch weggesteckt, also diese ganze Zinserhöhungspanik. Und das gilt vor allem für die Länder und für die Währungen, wo die Leitzinsen stark angehoben worden sind. Hier ist eine Grafik vom Wall Street Journal. Wie haben sich verschiedene Währungen entwickelt seit Jahresbeginn zum Dollar? Und diesmal war es wirklich so, der graue Chart, also Schwellenländerwährungen mit einem hohen Zinsniveau im Moment. Das sind zum Beispiel der brasilianische Real oder der mexikanische Peso oder der kolumbianische Peso. Die haben nicht nur standgehalten diesmal, sondern die sind zum Dollar sogar leicht gestiegen. Und zwar als einzige. Aber klar, ich meine, wenn die Geldpolitik der Fed schon scharf sein soll, dann ist die Geldpolitik in diesen Ländern momentan natürlich rattenscharf. Und diesmal ist es aber eben auch honoriert worden, das Ganze. Und die Schwellenländerwährungen mit niedrigen Zinsen, die sind zwar gefallen, aber die waren auch trotzdem immer noch besser als die Niedrigzinswährungen der G10-Staaten. Und sie waren sogar auch noch besser als die Währungen der G10-Staaten mit relativ hohen Zinsen. Und da muss man wirklich sagen, es geschehen echt noch Zeichen und Wunder. Wir haben diesmal keine Panik in den Schwellenländern und es gibt keine echte Kapitalflucht, sondern wir haben erstmals seit mindestens 25 Jahren im Moment in einer Phase steigender US-Zinsen eine Einwertung der anderen Währungen, die relativ fair ist. Und da muss ich sagen, das ist neu und das gibt mir auch auf mittlere Sicht für die Emerging Markets auch Hoffnung.
Mal abgesehen davon, es ist ja viel die Rede im Moment, dass wir eine Zeitenwende gerade erleben würden. Das stimmt sicherlich auch zum Teil, gerade politisch natürlich. Wo wir aber eben auch eine Zeitenwende erleben gerade, das sind genau diese Dinge. Also die jahrelang diese Outperformance produziert haben der reichen Länder gegenüber den Emerging Markets. Es war nämlich einfach so, die reichen Länder haben sich es jahrzehntelang geleistet, dass sie mit Nullzinsen und mit einer stark steigenden Staatsverschuldung alle Probleme, die sie gehabt haben, zukleistern. Und weil die Inflation ja anscheinend so gut wie verschwunden war, da ging es auch lange gut. Nur spätestens jetzt ist wirklich der Punkt erreicht, wo jeder sieht, dass das eben so nicht mehr geht. Und das ist eine Zäsur, würde ich sagen. Und die Emerging Markets dagegen, die waren es wirklich immer gewohnt in der Zeit, dass sie leben müssen mit relativ hohen Zinsen. Die haben sie auch gebraucht, unter anderem zur Verteidigung von ihren Währungen. Das war für die ein Wettbewerbsnachteil, das war auch ein Nachteil für ihre Börsen. Und das ändert sich jetzt aber, und das ist vielleicht schon auch tiefgreifender, als viele im Moment glauben. Und darum, ich bin für die Emerging Markets kurzfristig vielleicht jetzt nicht so optimistisch wie Goldman Sachs. Die sehen das ja als auch eher kurzfristig, taktisch. Und ob es wirklich diesen Automatismus gibt im Moment, ich bin mir nicht sicher für so eine schwelende Outperformance. Aber mittelfristig, glaube ich, gibt es jetzt wirklich eine Basis dafür, dass diese langjährige Underperformance, die wir eben schon sehr, sehr lang haben, dass die endet demnächst und dass auch wieder eine Outperformance kommen kann der Schwellenländer. Wie heißt es so schön, die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Auch wenn die US-Börsen jetzt die letzten Jahre super toll gelaufen sind und die Schwellenländer ganz furchtbar mies, das heißt nicht, dass es nicht irgendwann auch mal wieder umgekehrt laufen kann. Und apropos Zeitenwende, ich habe damals ja in meinem Ausblick auf die Schwellenländer 2022, das war am Anfang vom Jahr, da habe ich zum Spaß ja auch Prognosen vorgelesen vom härtesten Crash-Propheten aller Zeiten. Also nicht Krall oder Otte, sondern Nostradamus seit 450 Jahren im Geschäft. Und ich muss aber sagen, als ich mir das jetzt nochmal angeschaut habe, da ist mir das Lachen schon ein bisschen vergangen. Also zum Beispiel die Prognose für 2022, angeblich Zusammenbruch Europas, ist eingetroffen, wenn man Russland dazu zählt, und der Rest kann ja dann auch noch kommen. Dann Inflation und Hungersnöte, die zweite Prognose auch eingetroffen, muss man sagen, mehr oder weniger. Es wird natürlich viel reininterpretiert in solche Zitate, das ist schon klar, aber bis jetzt hat er mehr Recht gehabt für dieses Jahr als fast alle Analysten und Experten. Und daran sieht man eben auch schon wieder, wie problematisch es einfach ist, wenn man Prognosen abgeben will über die Zukunft, gerade am Aktienmarkt. Und trotzdem brauchen wir Prognosen, weil Prognosen oft das sind, was die Börsen einfach auch bewegt. Man darf es jetzt nicht zu ernst nehmen, man darf sich auch nicht so richtig dran festbeißen, aber man gewinnt schon immer Erkenntnisse daraus. Und die dritte Nostradamus-Prognose damals, die ich vorgelesen habe, die war ja dann angeblich, die lebenden Fische im Schwarzen Meer werden dieses Jahr fast kochen. Ist auch nicht schön. Behalten Sie auch das im Hinterkopf, würde ich mal sagen, und berücksichtigen Sie es gegebenenfalls auch bei Ihrer Urlaubsplanung. Nostradamus mit seinen Langfristprognosen, den gibt es leider nicht auf YouTube hier, zumindest nicht ihn persönlich. Darum müssen Sie jetzt schon vorlieb nehmen wie Leuten wie mir. Aber auch Leute wie ich, die freuen sich sehr über ein Kanalabo, dabei auch auf die Glocke drücken, dann sehen Sie auch, wenn neue Videos von mir da sind. Und denken Sie auch noch an unsere Zukunftsmärkte-Reports natürlich, habe ich ja vorher schon erwähnt. Der ganz neue zum Agrarsektor, der liegt seit heute im Archiv, den können Sie also gleich lesen auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, herzlichen Dank wie immer fürs Zuschauen.